so individuell wie ihr Leben, so sterben sie. Das kann ganz unterschiedlich sein. Jemand, der immer sehr zurückgezogen gelebt hat, wird vielleicht auch so sterben. Jemand, der immer viel Menschen um sich herum brauchte und dem die Nähe zu Familie und Freunden wichtig war, wird auch diese vielleicht an seinem Sterbebett benötigen. Meine Erfahrung ist, wenn man diese Angehörigen unterstützt, dann ist es für alle ein sicherlich trauriges Erleben, in dem sie aber auch die Zeit, die sie miteinander haben, nochmal sehr bewusst erleben. Der Sterbeprozess ist Leben in unendlicher Dichte. Und das auszuhalten, ist für die Angehörigen ein sehr wichtiger Punkt. Ähnlich wie die Geburt, so ist auch das Sterben ein sehr individueller und sehr, sehr dichter Moment. Ein Sterben, in dem es dem Patienten möglich ist, auf seine Art und in seinem Tempo und entsprechend seinen Bedürfnissen zu gehen, in seiner von ihm gewünschten Lebensqualität. Das kann ganz unterschiedlich sein und es geht nicht darum, ob die Zigarette noch am Sterbebett geraucht wird oder ob Nahrung notwendig ist. Das bestimmt der Patient für sich selber. Und ob er jemanden an seinem Bett sitzen haben möchte oder nicht, auch das legt er selber fest. Und wenn wir es ermöglichen können, dass er auch so selbstbestimmt das sagen kann und wir alle herum uns danach ausrichten, dann finde ich, ist es ein gutes Sterben.